dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen zur Kochkunst. Beilagen, das ist so ein wunderbares deutsches Wort. Noch schöner ist Sättigungsbeilage. Aber wir finden, das hat die Beilage nicht verdient, weil erst mit Beilagen wird ja so ein Essen richtig klasse. Und wir sagen, die Beilage kann sogar noch mehr. Die kann auch für sich alleine stehen, wenn man ein bisschen kreativ ist und sich was einfallen lässt. Vincent war schwer kreativ. Wir machen zweierlei Beilagen und zwar als Solisten heute, so richtig im Rampenlicht. Genau. Nicht nur kreativ, das ist gar nicht so wichtig, aber gründlich. Und zwar, wir machen eine Kartoffelroulade. Da brauche ich erstmal gute mehlige Kartoffeln. Dann die richtigen Kräuter, die da dazwischen kommen. Dann haben wir besten Schwarzwälder Speck, kommt auch da rein. Ja. Dann wird das gewickelt und dann schneidet man das in so Scheiben und brät das. Und das ist für sich eigentlich schon ein wunderbares Gericht. Dann noch Kopfsalat dazu, dann ist der Kittel gepflegt. Das andere dann. Ja. Das sind Dampfnudeln, die kennen wir ja, so süß, im Topf. Und Milch und Zucker. Und wir machen das mit Gemüsebrühe und Kräutern drin. Also Thymian und Rosmarin kommen da rein. Und du wirst dann diesen Teig ankneten und so weiter. Und dann Rosenkohlsalat machen wir noch. Kommen dazu, die da rein und dazu dann ein Rosenkohlsalat. Auch ein bisschen ungewöhnlich, aber der schmeckt überhaupt nicht nach Kohl, wirst du sehen. Das schmeckt wirklich ganz fein. Bin bei dir. Ich lege jetzt los, ich mache die Füllung und du machst den Teig. Und ich soll den Teig ansetzen. Der Teig ist ja so ein bisschen, ist ja so Frauensache, oder? Findest du? Ja, also, mein Vater hat niemals einen Kuchen gebacken, aber die Mutter schon. Müsst du mit dieser Tradition jetzt eigentlich auch mal brechen. Jetzt zerbröseln wir. Gibt es ja genügend. Es gibt ja auch Männer, die stricken. Und jetzt tun wir da ein bisschen was rein und tun hier das Haar ein bisschen verrühren. Genau. Dann kommt es da. Und, so eine Hefemilch machen. Genau, das als Frau muss ich jetzt natürlich sagen, dass die Hefe sich besser löst und schneller geht, wenn man die Milch ein bisschen warm gemacht hat vorher, ne? Ist alles nicht so, es wird mindestens zimmerwarm sein. Ja. Es muss nicht, im Gegenteil, es passiert häufig, dass wegen dieser Gründlichkeit das zu heiß ist. Ja. Das ist noch viel schlimmer. Dann ist die Hefe kaputt, gell? Dann ist die Hefe kaputt. So, ist jetzt aufgelöst, darf ein Löchlein machen, mach erstmal ein Löchlein da rein. Ja, so. Hinein. Dann hast du noch ein Ei. Ja, voll Ei. Volles Ei. Dann, jetzt sind ja das quasi salzige Dampfnudeln. Wir gehen aber nicht so viel Salz rein, nur eine Prise, weil zu viel Salz, das mag die Hefe wieder nicht. Und eine Spur Zucker hilft der Hefe auch, oder? Du sagst es. So. Ja. Was fällt jetzt noch? Fangen wir an. Sieht gut aus, glaube ich. Haben wir alles drin? Ja. Okay. Und daraus machen wir jetzt einen richtigen Hefeteig, bis sich das vom Rand löst. Ich mache die Füllung. Stückeln wir dann über. Ist es ein fettfreier Hefeteig? Oder macht da so ein bisschen Butter noch dazu? Oder? Fettfrei. Ach, ein bisschen Butter, ist ja bisschen Butter oder? Ein bisschen. Ist doch Winter. Es gibt ja viele, ich mache wieder ein Loch in die Mitte. Es gibt ja viele Hefeteige, also zum Beispiel der Brioche. Da sind, glaube ich, 30% Fett drin. Ja, ja. Da braucht man nichts mehr drauf machen. Da ist das kann einem aber auf die Nerven gehen. Gell? Also, also was wir hier machen, also diese Dampfnudel kommt ja ursprünglich aus der deutschen Armenküche. Was man gehabt hat, war Hefe und Mehl und fertig. Immer. Und da hat man eigentlich gar nicht so viel Zauber drumherum gemacht. Die Kunstfertigkeit ist ja, was da im Ofen passieren muss. So, wir tun noch ein bisschen Zwiebeln auch noch dazwischen. Das, das bringt's. Dann muss ich hier noch Butter reintun in den Topf. So. Und Butter auch da. Und jetzt käme, wenn der Punkt, wo ich mit den Händen reingehe. Darf ich das? Richtige Genehmigung? Das darf man schon, natürlich. Danke. Also es tut sogar am Teig gut. Weil dann hat man einfach mehr Gefühl. Und es, ja, der Teig liebt es. Weil die Hände ein bisschen warm sind. Moment. Man spürt auch, wo die Brösel sind, wo man noch mehr kneten muss. Aber grundsätzlich, denke ich, reicht die Flüssigkeit schon. Du musst halt so lange kneten, bis es vom Rand weg ist, ne? Bis die Schüssel sauber ist. Genau. So, jetzt muss ich noch meinen Speck da rein tun. Du bist jetzt schon am Rouladen, an der Rouladenfüllung, wenn du den Speck schneidest. Nur damit ich vor lauter Kneten nicht verpasse, was da drüben alles passiert. Entschuldigung, ich bin wieder ein bisschen schnell.
Die Kräuter brauchen wir für deinen. Also diese, wie sagt man, nicht Buchteln. So, mein Teig wäre jetzt eigentlich schon ganz gut beieinander, Vincent. Jetzt komme ich. Jetzt kommen die Kräuter. Rosmarin in die Dampfnudeln. Was war das? Thymian. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Weißt du warum? Dass ich das jetzt da von der... Ist fast wie gespült, gell? Meine Hände sind auch fast wieder sauber. So muss es sein. Gut. Ist ja ideal. Jetzt pass mal auf. Das tue ich mal auf Seite. Ich guck mal nach. Normalerweise tun wir doch da immer ein Tuch drüber. Das ist okay. Und die Zwiebeln? Die mache ich in Füllung für die Kartoffelterrine. Oder willst du da welche drin haben? Ja. Also gut. Unbedingt. Muss doch ein Geschmack dran kommen an die Dampfnudel. Ja. Also das kann man eigentlich ganz. Man kann es. Dass du das ein bisschen neidrucke, dass du nicht die Pfoten verbrennen. Pfoten verbrennen. Und man kann das gestalten, eigentlich, wie man will. Also es gibt so manche Möglichkeiten. Man könnte gehackte Pilze noch reintun. Man könnte andere Kräuter reintun, wie Majoran und Petersilie noch reintun oder was auch. Hauptsache, es kommt ein bisschen Geschmack dran. Und jetzt würde ich da kleine Nudeln machen, formen und die zum Gehen aus irgendwo setzen, oder? Bullen machen. Bulle machen. Bulle. Das machen wir folgendermaßen. Ich hole mal da hinten den Teller. Da setzen wir die drauf. Gut. Guck. Und dann deckt man die ab. Aber eigentlich muss der jetzt ja gehen, der Teig, bevor man die Kugeln formt. Und dann sehen die so aus. Ah, vorher, nachher. Also zu Hause wird man sie jetzt eigentlich in der Schüssel erstmal noch gehen lassen. Wenn der Teig dann groß ist, dann machen wir die Kugel und lassen die nochmal nachgehen. Genau. Richtig? Und jetzt ist es auch schön locker. Guck, das ist relativ. Der wird nachher ungefähr so groß sein. Aha. Und das sind so die Wunder der Natur. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das da. Waschen. Aber der duftet schon gut, der Teig, muss ich sagen. Ist ganz toll. Ja, und. Ich habe mir das auch angewöhnt. Früher dachte ich immer, mit so ein bisschen Fertighefe, wenn die heißt Trockenhefe, das wäre okay. Ist nicht so gut, muss ich sagen. Also es lohnt sich wirklich, wenn man sich eine frische Hefe kauft und die dann eben verwendet. Selbst eingefroren habe ich festgestellt, es ist nicht so wahnsinnig nicht das toll. Ja. So, jetzt habe ich hier die Butter. Lasse vergehen, du ist es auf die Seite. Und jetzt kommt was relativ Wichtiges. Ich muss schauen, dass ich einen engen Topf nehme und lieber die Dinger aneinander packe. Die müssen jetzt einfach alle da reinpassen. Ich zeige es dir gleich, was ich meine. Wenn ich nehme zu viel Platz dazwischen. Da darf kein Platz dazwischen sein. Ja. Die müssen kuscheln. Es ist ja Winter und dann muss es warm werden. So ganz eng, gell? Wenn da nämlich so Platz frei wäre, dann gehen diese Dampfnudeln. Flachnudeln. Ja. Flachpfeifen. Die gehen da nicht hoch, sondern bleiben flach. Müssen sie also so berühren. So. Und jetzt kommt ungefähr 2 cm. Flüssigkeit da drauf. Das ist das, was sonst bei der süßen Dampfnudel die Milch ist. Genau. So, jetzt gehen wir mal schön Vollgas. Aber nur ganz kurz, bevor das es anschuckt. Und dann muss das, das tut es jetzt auch. Dann geht es das so dahin. Und am Schluss? Die Flüssigkeit verschwindet. Ja. Dampft der Arm, das sieht man hier. Die ist dann weg und da muss man dann aufpassen. Und da bin ich dankbar, dass ich so einen Glasdeckel habe. Erstens sehe ich, wenn keine Flüssigkeit mehr drin ist. Aha. Und dann fängt es irgendwann mal zu bitzeln an. Und dann weißt du, jetzt ist fertig. Dann ist fertig. Darf aber nicht anbrennen. Also ich hoffe, es gelingt uns. Aber wir werden schon irgendwie hinkriegen. Das ist das richtige Dampfnudelgeschäft. Das ist ja bei der Süßen auch. Dass dann immer, wenn man den Deckel aufmacht, der Moment kommt, ist er aufgegangen, ist er angebrannt. So. Jetzt kommt die Kartoffelnummer. Ja.
Da haben wir da das, die für diese Roulade. Wir haben nämlich für die Kartoffelroulade schon mal Pellkartoffeln zum Austrocknen in den Ofen gestellt. Nur so bei 50, 60 Grad, damit die schön trocken sind. Bitte schön. Dann brauchst du die Kartoffelpresse dazu. Also findest du in der Kraftprotz, oder? Ja, dann machst ich habe mich ja schon mit dem Hefeteig verausgabt. Genau, dann machst du an der Fülle weiter. Ich habe hier Zwiebeln drin, guck mal. Ja. Machen wir Feuer drunter, dann brauchen wir noch Petersilie muss rein. Mhm. Petersilie hätte ich hier. Ein bisschen geriebenen Parmesan. Und hier diese Kartoffeln, die habe ich im Ofen drin gehabt. Ja. Dass sie noch ein bisschen austrocknen, weil mir geht es darum, dass ich für diese Roulade möglichst wenig. Oh, das ist nicht gut. Sehr trocken. Moment, ich brauche. Ich muss es anders machen. Ich muss es hier rein tun, weil dann kann ich das so abstützen. Jetzt kann ich mit aller Gewalt. Ach gut, noch mal. Darf ich mal die Dampfnudeln ein bisschen zurücknehmen? Die machen wir im Arm. Oh, Vince. Ich hätte gern, dass du am Ende der Kochkunst noch bei mir bist. Junge. Da habe ich dir ein so kleines Ding in die Kartoffelpresse unten reingemacht. So sieht es aus, ich glaube. Das ist absolut. Da gibt es ja verschiedene Einsätze. Madonna mia. Okay, weiter. Aber ganzer Einsatz für Sie. Ja. Vater muss einfach, wo rohe Kräfte sinnlos walten. Aber dafür haben wir jetzt auch richtig trockene Masse. Ja, so wollte ich es haben. Es geht nicht alles durch, weil die trockene Haut am Schluss funktioniert nicht. Petersilie brauchen wir noch. In Arbeit. Ich mache weiter hier mit meiner Gewalttour. Also manchmal brauchen wir schon einen starken Mann im Haus, oder? Aber hallo. Gell? So. Ich würde im Leben nicht das Gegenteil behaupten. Jetzt kommt so, wieder. So, Petersilie kann ich reinmachen, ja, in diese Füllmasse. Jetzt kommt wieder Body. Kannst du ruhig mehr geben. Kräuter mehr ohne Gas. Ende. Ach, mehr Kräuter. Mal, bin ich nicht ein schlaues Kerlchen. Ich muss nicht rein. Ich habe genug hier. Bin ich nicht ein schlaues Kerlchen? Ich tue das hier da drauf. Also, ich will mal sagen, also, die Farbe deines Kopfes ist nur 2 Millionen. Ich will nur sagen, ich habe daheim ein Gerät. Das nennt man Spätzle-Schwab. Und das funktioniert. Und diese modernen Dinger, ich weiß nicht, was die einem alles da antun. Mit diesen verschiedenen. Pass mal auf, du hast mir jetzt zum Kräuterhacken geschickt, aber eigentlich wollte ich dir ja mit einem anderen Dienst hilfreich zur Seite stehen. Du brauchst Eier, gell? Eigelb. Eigelb, ne? Ich trenne dir das mal so vorne zu. Gib mal eins rein und dann, oder gib mir es her, und dann brauche ich noch ein bisschen Mehl. Schon rein? Hinein, hinein damit. So, jetzt Mehl. Muss ich die Kartoffeln. Hätte ich hier noch zu bieten. Aber die Tortur hat sich gelohnt, weil. Die sind echt richtig schön trocken. Der Teig ist schön trocken. Aber mach selber. Jetzt brauchen wir gar nicht mehr viel Mehl, das wird nicht schon reichen. Braucht man ein zweites Ei? Nein. Reicht schon? Man braucht weniger Ei, wie man glaubt. Gut. Ah, komm, gib mal eins her. Ich habe den Eindruck, es ist ein bisschen trocken. Doch, ein bisschen trocken. Hol ich es nochmal. Schmeckt jetzt schon gut. Muskat. Hier. Bitte schön. Das ist jetzt die Masse. So ein bisschen wie ein Gnocchi bisher fast, ne? Ja, im Grunde, stimmt. Oder Krokettenmasse so ähnlich, ja. So. So, hier die Masse ist. Oh, die wollte noch den Rest der Petersilie reinmachen. Ja, die wird ja später erst eingefüllt. Das, ach so. Das muss ich einfach diesen. Das kann jetzt ruhig auch noch ein bisschen ruhen, das Ganze. Mhm. So, schön. Du hast da jetzt richtig schön mehlige Kartoffeln genommen. Ja. Gut. Und die dann auch noch getrocknet. Jetzt habe ich. Fast pastenartig, so muss es auch sein. So willst du es haben. Ich bin glücklich. Du, ich mache dich noch mehr glücklich. Ich habe jetzt nämlich einen Film, der dir, glaube ich, sehr gut gefallen könnte. Es gibt von der Uni Kassel gibt es ein Projekt, wo alte Gemüsesorten getestet werden. Das heißt, es gibt 8 Restaurants, die diese Gemüsesorten kochen und den Menschen reichen. Mhm. Und die sollen dann sagen, ob es schmeckt.
Und eine so eine Versuchsstation ist in Freiburg im Ökoquartier Vauban. Und daneben, da ist gerade ein Kartoffelbauer, der mit viel Liebe und Hingabe alte Kartoffelsorten hegt und pflegt. Und die werden jetzt verkostet. Altes Gemüse auf neuen Wegen. Im Freiburger Ökostadtteil Vauban hat diese Idee auf Anhieb begeistert. Stets auf der Suche nach mehr Abwechslung auf dem Speiseplan kam Solveig Hansen das Projekt der Uni Kassel gerade recht. Um alte Sorten in ihrem Restaurant salonfähig zu machen, hat sie Rezepte abgewandelt, sodass Karotten, bunte Beete sowie zahlreiche alte Kartoffelsorten richtig zur Geltung kommen. So eine Karotte hat ein anderes Aroma, die riecht anders, die sieht anders aus, das ist toll. Und auch die roten Beeten zum Beispiel, oder die bunten Beeten, die sind ja gar nicht rot, die sind in weiß und in orange und in gelb. Und die wachsen sehr langsam, die wachsen einfach auch auf sehr kargen Boden. Und dadurch haben die ein ganz anderes Aroma als so schnell wachsende. Ottmar Binders-Ecker liefern die Schätze, die Solveig Hansen verarbeitet. Bis zu 30 Kartoffelsorten hat er im Angebot. Viele alte Sorten, die seit Jahrzehnten genetisch unverändert sind und biologisch erzeugt werden. Das ist wieder eine alte Sorte. Und zwar ist das eine französische Herkunft. Das ist die Sorte La Ratte. Die Eltern sagen es Miserle. Die ist auch seit Wiesbambacher Hörnle, seit dem 18. Jahrhundert, 1824, glaube ich, so was, das letzte Mal züchterisch verändert. Die Ernte dieser besonderen Kartoffeln ist Handarbeit. Ihr Ertrag fällt deutlich geringer aus. Das macht sie teurer als konventionelle Knollen. Nur 2/3 aller geernteten Kartoffeln schaffen es in den Verkauf. Dennoch haben sich die Pioniere dem Erhalt alter Kartoffelsorten verschrieben und sind längst zu gefragten Gemüsespezialisten geworden. Das richtig Nusige, das Würzige oder Maronenhafte bei den Vitellote zum Beispiel, findet man halt in neuen Kartoffelsorten nicht mehr. Die sind zwar groß, schön, schmecken auch gut, gut Maschinenernte, aber das gewisse Etwas hat man in der alten Sorte. Die Neugier auf alte Gemüsesorten lockt inzwischen Kunden von Zürich bis Frankfurt in Binders Hofladen. Denn hier findet sich für jedes Gericht eine passende Kartoffel. Die Afra ist auch ganz mählige. Und dazu weitere Gemüsespezialitäten, deren Existenz jetzt bekannter werden soll. Etwa die Vielfalt von 8 Karottensorten. Und wirklich jede hätte wegen so eine andere Geschmack. Natürlich schmeckt alles nach Karotte. Ist jetzt nicht ganz groß abweichend, aber man merkt den Unterschied schon. Auch hier schmeckt es jetzt anders. Wie das Essen mit den alten Gemüse- und Kartoffelsorten hier bei den Gästen ankommt, das wollen die Kasseler Wissenschaftler aus diesen Fragebögen erfahren. Unsere Stichprobe fiel eindeutig aus. Unvergleichlich. Also wenn ich jetzt zum Supermarkt gehe und mir einfach normales Gemüse hole, dann schmeckt es ganz anders. Also die Kartoffeln haben wirklich richtig nach Kartoffel geschmeckt. Also man schmeckt genauer hin. Und ja, ist einfach mal ein bisschen was anderes. Ich habe das Gefühl, dass es auch sehr gesund ist und mir gut bekommt. Und ich finde das gut, dass alte Sorten wieder genutzt werden. Das findet auch das Küchenteam der Kantine. Solveig Hansen hat bereits beschlossen, dass die alten Schätze auch nach Ablauf des Projektes weiter auf dem Speiseplan ihren Platz behalten werden. Hier, großer Meister ist schwer begeistert. Ja, das ist toll. Ist gut, gell? Ist dein Ding, so alte Sorten. Ja. Richtig schade, dass ich da nicht dabei bin. Ja. Das würde mich richtig interessieren. Kannst Schau mal, so deinen vorbei. Teig. Mein Teig. Nee, den habe ich ja wirklich mir erkämpft. Da ist er. Ich habe ihn jetzt ausgewählt und der ist auf einem melierten Tuch. Ja. Und jetzt gebe ich die Fülle da rein. Da haben wir doch Speck. Ich habe noch, als der Film lief, Champignons rein. Mhm. Speck, Champignons, was ist noch? Zwiebeln sind drin. Petersilie, reichlich. Reichlich. Fettes Bund Petersilie ist da drin. Viel, ja. So. Und dann habe ich, während du hier ausgerollt hast, Parmesan gerieben. Willst du den jetzt darauf? Ja, spitzenmäßig. Gut verteilen, weil der klebt nachher auch. Das ist alles ein bisschen zusammen. Aber die Ränder lassen wir frei. Ja. Sieht doch super aus, oder? Das können wir sogar noch ein bisschen zusammenschieben. Warte mal, ich hätte noch was. Nichts verkauft. So. Und jetzt machen wir hier so. Ne? Ah, helf mir, komm. Ja. Hier ziehen. Gleichmäßig hoch.
So, stopp, wir gehen zurück. Okay. Und jetzt vor ins Stroh 4. Super. So, Pfanne. Ja. Heiß machen. Bisschen Butter rein oder Butterschmalz? Was passt besser? Nimm frische Butter, schmeckt besser. Das wird ja nicht so heiß, gell? Ja. Dann brauche ich Papier. Also den Anschnitt nehmen wir jetzt nicht. Mhm. Und dann sieht man? Einmal. Da muss ich das Messer jedes Mal abputzen. Ja. Derweil es sonst... Ist kein schöner Schnitt. Ist immer genau. Vermatscht. Ja, aber das kann man sich vorstellen, dass das gut schmeckt, oder? So ein Kartoffelteig mit so einer satten Petersilien-Zwiebel-Speckmischung. Das ist eigentlich ein Essen für sich. Super. So, die Pfanne wär warm, nicht so heiß, gell? So 4-5 feucht. Ah, richtig zum Braten, ne? Okay. Könnte schöne Kartoffelroulade. Ich mache jetzt nochmal ein dünneres, vielleicht. Mhm. Also wer es eilig hat, der macht es lieber dünner. So. Ja, ich muss schon ein bisschen brutzeln, oder? Ja, da können wir immer noch. Fast hätte ich aufmachen. Nein. Nein, darf nicht aufmachen. Gucken, aber Glasdeckel ist das Geheimnis. Ich sehe noch, dass da unten noch ein bisschen was blubbert, also ist Flüssigkeit da. Aha. Wir machen uns jetzt an diesen Salat hier, das Wasser. Mal prüfen, ob das gesalzen ist. Dann zeige ich mal, was ich vorhabe, wie man diese Blätter am besten macht. Ich habe also hier diesen Rosenkohl. Und da ist da hinten der Strunk. Und jetzt schneide ich das hier so keilförmig aus. Mhm. Gibt man eigentlich nochmal so einen Rosenkohl, dass ich zeige, wie man es nicht macht. Und jetzt nehme ich hier einfach die Blätter und mache das da so auseinander. Mhm. Das ist relativ einfach. Was ganz umständlich ist, wenn man jetzt denkt, man fängt von außen an, das da zu schälen. Nicht? Ja. Das ist tödlich. Da wäre ich jetzt schon verrückt, schon bevor es losgeht. Das funktioniert. Das ist meditativ, aber bringt nicht wirklich. Dieses hinten ausschneiden, das ist wirklich wichtig. Ja, dass ich. Manche machen auch, schneiden hier gewaltig ab und dann kann man hier das auch wegmachen. Aber dann habe ich zu viel Verlust. Ja. Deswegen schneide ich das hinten keilförmig. Mhm. Schneide ich das aus. So. Und du warst schon fleißig. Soll ich die mal blanchieren? Hinein damit. Salz ist drin. Ja, ist drin, reichlich. Sehr gut. Untertauchen. So. Dann mache ich noch eine Schmelze für meine Dampfnudler da. Oben drauf. Ja. So. Eine frische Butter tue ich auch noch dazu. Und die sollen nicht weich sein, die sollen durchaus noch knackig sein, die Rosenköhler. Also der ganze, ich bin ja eigentlich kein Freund von diesen harten Gemüsen. Mhm. Aber gerade Kohl ist mir es lieber, ist etwas fester, als wenn er matschig ist. Das ist ein wahnsinniges Gerät hier. Riesenpalette. Vielleicht haben wir sowas ja auch noch in kleiner, aber... Gut. Ja, sehr gut. Kartoffelrunde. Ja, haut hin. So, wollen wir's? So, ist gut. Super. Aber hier läuft nichts. Ich klapp schon mal. Und da habe ich die Brösel drin. Das ist die Schmelze, die wir nachher brauchen. Mhm. Jetzt machen wir nochmal Gewissenserforschung. Hier haben wir die Roulade, den Salat. Die Dampfnudeln, du kannst die Teller langsam bringen. Und an die Schmelze mache ich übrigens auch ein bisschen Salz dran. Und anmachen müssen wir die ja auch noch, den Rosenkohl. Machen wir da so eine richtige Vinaigrette dazu, oder? Einfach rein in die Schüssel. Ja. So, das reicht schon. Willst du es erstmal abgießen? Machst du, nein, da rein. Ich bin jetzt kalt. Ja. Und dann kannst du von wegen der schöneren das Farbe abschütten. Ja, die Farbe, die geht nicht weg, die wird nicht so schön, weil wir das jetzt so kalt machen, sondern weil wir den Garprozess sofort unterbrechen. Mhm. Wenn man das nicht macht, wird das alles halt olivfarben.
Das soll's nicht werden. So, das haben wir auch. Gut. Jetzt müssen wir die Schmelze mal jetzt auf die Seite. Abschütteln. Und die Vinaigrette, machen wir die direkt in der Schüssel oder machen wir die noch vorne raus? Geh geschwind mit so einem Crepe einfach so dazwischen, dass es ein bisschen noch trockener wird. Ist dir noch zu nass? Und dann gehen wir einfach ein Olivenöl dran, Salz dran. Ja. Nüsse hacke ich ein paar. So. Olivenöl. Mal gucken, wie sieht das aus? Ja. Das ist kein Olivenöl. Es wird. Da. Salz, Pfeffer, so eine richtig klassische Geschichte. Salz, hilf mir. Welches heißt dann Salz? Da. Das Ton. Ist Salz. Nicht, dass ich zu viel Zucker so, habe. Das habe ich. Da habe ich jetzt ein bisschen aufgedreht, dass die Flüssigkeit weg ist. Das muss nämlich zu bitzeln anfangen. Noch nichts. Hat es aber nicht. Gleich. Wird noch nicht gebitzelt. So. Jetzt kommen ein paar gehackte Nüsse hier rein. Ja. Und übrigens die Nusssaison für mich, ja, die dauert bis in Frühling rein und dann ist Sense. Dann gibt es auch keine mehr. Das ist dann, und wenn man Nüsse kauft, immer dran riechen, sind gerne ranzig. Ranzig. Hast du schon Essig dran? Nee, Öl ist eher dunkel. Öl ist schon dran. Hast du schon? Ja. So, ein bisschen, okay. Mhm. Dann kannst du schon mal die Roulade auf den Teller tun. Ich würde Prise, so. Zucker. Ich würde noch den Salat durchmischen. Den Rosenkohlsalat. Mhm. Mit Walnüssen. Wer mag, könnte da jetzt auch noch ein paar Schalotten dazu hacken und anschwitzen, oder? Muss aber nicht sein. So. Oh, also sehr gut ist einfach immer Schnittlauch. Schnittlauch ist immer gut. Das ist eigentlich immer besser, wie wenn man so mit Zwiebel arbeitet. Aha. Also eine Kartoffelroulade mit Zwiebelspeck, Petersilien, Champignonfüllung. Und dazu kommen ein paar Blättchen Rosenkohlsalat aus den Blättern. So. Und jetzt die Dampfnudeln. Du hast es aufgemacht. Und? Her mit dir. Ja. Hörst du das Gebitzel? Ja, so willst du haben. Komm, eine reicht. Schön eine genug. Reicht. Mach lieber noch so ein Brösel oben drauf. Warte mal, ich stell's hier her. Dann sieht's besser aus. So. Ah, braune Butterbrösel auf unsere herzhafte Dampfnudel mit Kräutern. Da kann man auch noch so ein bisschen Rosenkohlsalat dazu machen. Komm. Mit Schmelze ist ganz wichtig. Schmelze ist ganz wichtig. Mit Thymian, Rosmarin und ansonsten ist es eigentlich ein ganz klassischer Teig. Mit Zwiebeln sind auch noch drin angeschwitzt. Ganz normale Dampfnudel, bloß kein Zucker dabei, sondern Kräuter. Wenn das jetzt mal nicht ein Auftritt für die Beilage ist, oder? Das ist doch ein vollwertiges, großartiges Essen. Also mein Ding hier. Wenn es jetzt auch noch schmeckt. Meins auch, mit den Kartoffeln. Oh, das ist lecker. Ja. Super. Das und heiß. Mit der Lockerheit. Bis zur nächsten Woche kochen wir uns. Auftritt für die Beilage. Ja, super, fluffig. Du, dass ich das geschafft habe. Das ist nämlich nicht meine. Ich bin ja eher so der Hausmetzger, aber mit so Hefeteig, das bin ich immer unsicher. Aber das hat geklappt. Nee, ist perfekt. Freut mich wahnsinnig.